dich begrüßen, dich dann auch vorstellen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir dieses Gespräch führen können. Und jetzt würde ich dich erstmal ganz kurz bitten, dass du dich nochmal in Kürze vorstellst, wer du bist, was du machst. Und dann kommen wir auch drauf, warum wir zwei gesagt haben, wir müssen was miteinander machen. Ja, gerne. Erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, hier sprechen zu können. Ich hoffe, es wird kurzweilig und ich hoffe, es wird unterhaltsam und ich hoffe, es wird anregen. Ich bin Anja Spengler. Ich bin Kommunikationstrainerin und Coach. Ich habe ursprünglich 1994 meine Schauspielschule nach einem halben Medizinstudium, das ich abgebrochen habe, meine Schauspielschule absolviert und habe mich nahezu direkt als Atem-, Stimm- und Sprechtrainerin selbstständig gemacht und hatte dann im Lauf der Jahre eigentlich einen organischen Prozess, bis ich die letzten Jahre vor Corona eigentlich nur in Unternehmen beschäftigt war und zuletzt in der im Präsentationstraining und in der Führungskräfteentwicklung. Und ja, dann Corona hat es natürlich rausgehauen. Ich habe jetzt eher im privaten Sektor, im Coaching gearbeitet, im Bereich Meditation, Mediation und Entwicklung privater Prozesse. Und jetzt überlege ich, ob ich entweder die Bestrebungen, die ich schon immer hatte, nämlich Herz und Hirn wieder in der Unternehmenswelt zu vereinen, ob ich das weitermache oder gucken, wo ich mich andersweitig berufen fühle. Das in Kürze zu mir. Okay. Ja, und weil wir jetzt mal miteinander sprechen, haben wir gesagt, wir werden mal schauen, ob wir gemeinsame Projekte anstoßen können in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung und Selbstermächtigung, so wie es du auch das immer wieder sagst. Da wollen wir dann jetzt im Laufe des Gesprächs auch nochmal drauf kommen, dass wir sagen, warum ist das so wichtig? Ich beschäftige mich ja mehr oder weniger immer mit diesen großen Dingen, Geopolitik, Geostrategie, was hat es dann für Auswirkungen auf uns? Sage aber auch immer wieder aus eigener Erfahrung, okay, was hat das Ganze mit mir zu tun? Wenn was bei sich irgendwo 2000 Kilometer von hier im Osten jetzt irgendwelche Leute gegenseitig auf den Kopf hauen, bis jetzt noch nicht viel, aber das kann sich irgendwann noch ändern. Das ist das eine, aber wir haben ja auch 3 Jahre hinter uns mit ganz interessanten Auswüchsen in der Gesellschaft, wo wir jetzt nicht weiter darauf eingehen werden, weil wir wissen, wir wollen hier keine medizinischen Indikationen treffen. Aber du hast immer gesagt, es gibt Dinge, und da gebe ich dir vollkommen recht, weil wir haben zusammen auch schon gearbeitet. Es gibt Dinge, die haben wir nicht in der Hand und es gibt Dinge, die haben wir in der Hand. Und diese beiden Sachen gilt es tatsächlich einmal auseinanderzunehmen und anzuschauen und daran zu arbeiten. Ja, also war das eine Frage? Oh, sag was dazu. Also Tatsache ist, es ist natürlich auch eine sehr persönliche Aussage, die ich hier treffe, weil dieser Moment des Schocks oder des Ausgeliefertseins, der ich bin ein Mensch, der in erster Linie als alleroberstes Muss in der Bedingung muss Freiheit stehen. Also war schon immer so, ist schon immer so und wird auch immer so sein. Und Momente wie du musst um 9 Uhr zu Hause sein, also wo man sich denkt, bin ich jetzt irgendwie eine 12-Jährige und Mutti Merkel sagt mir jetzt, ich muss um 9 Uhr zu Hause sein. Echt jetzt? Ja. Übrigens im nächsten Landkreis dann nicht mehr, aber hier ja, egal. Über die Absurdität müssen wir uns nicht mehr unterhalten. Diese Dinge haben mich sehr lange sehr getriggert und mir ist klar geworden, dass bei mir und auch bei anderen eigentlich sowas wie eine Retraumatisierung von Kindheitstraumata stattgefunden hat. Also alles, was damals nicht ging, was schrecklich war für uns, was vernichtend war, ist eigentlich
wieder angetriggert worden. Und zwar all diese Teile, die wir selber nicht bearbeitet haben oder nicht, sagen wir, final bearbeitet haben. Oft ist es ja so mit den eigenen psychischen Themen, dass man denkt, oh, das habe ich schon längst durch. Und auf einmal kommt, aber das Leben ist da immer gnädig, ein Ereignis und triggert genau diesen Punkt nochmal. Und zwar so oft und so lange, bis ich mit dem Punkt wirklich durch bin. Und das ist der Weg zur Freiheit. Und ich habe mir überlegt, also diese ganzen Möglichkeiten, wie kann ich aus dem System aussteigen oder flüchten oder so, ist für mich überhaupt gar kein Thema, weil all die Beispiele von Menschen, die ich kenne, das ist mir viel zu anstrengend, also ist einfach nicht mein Weg, ja, ohne dass ich jetzt darüber urteile, es ist nicht meins. Meine Frage war viel eher, und das finde ich eigentlich den Kasus Knaxus bei diesen Themen, auch in der ganzen Bewegung, bei allen Leuten, die ich gesehen habe, die Frage ist nicht, wie verlasse ich das System, sondern die für mich viel wichtigere Frage ist, wie bringe ich all das, was gegen mich und gegen meine Menschenwürde und gegen meine Freiheit gerichtet ist, was ich aber internalisiert habe, aus mir heraus, sprich all die Glaubenssätze, die in dieser Welt stattfinden, die weder mir noch anderen dienen. Und was du eben, ich schließe direkt an das, was du gesagt hast, was kümmert mich, wenn in China ein Sackreis platzt? Was kümmert mich ein Krieg im Osten? Letzten Endes ist, also wenn ich das ganz große Bild nehme, sind wir alle rangezogen worden zu kleinen, eifrigen Egos, die im Alltag funktionieren und die in den kapitalistischen Systemen mit schneller, weiter, höher, besser nur so agieren. Ich muss besser sein. Ja? Und letzten Endes sind wir meiner Überzeugung nach am Ende dieser Fahnenstange angekommen. Was mich interessieren würde, ist das übergeordnete Bewusstsein. Mein Bewusstsein ist mit deinem verbunden und genauso auch mit allen anderen. Das heißt, wir müssen diesen Zustand dieses Abgespaltenseins, was auch all diese kranken Zustände von Einsamkeit, von was auch immer daraus resultiert, an Süchten, an Trauer, an was auch immer, das müssen wir hinter uns lassen, um wieder uns klarzumachen, wir sind nicht diese klitzekleinen Egos, von denen man uns erzählt hat, dass wir sie seien. Und wir sind auch nicht unsere Gedanken, wir sind auch nicht unsere Gefühle und wir sind auch nicht unsere Körper. Auf all das wurden wir reduziert, aber wir sind sehr viel mehr. Und dann ist uns klar, das hat eine Menge mit mir zu tun, ob da ein Krieg ist, ob da Menschen unterdrückt werden, ob da Menschen seltene Erden oder Erze abbauen zu einem Hungerlohn, ob da Kinderarbeit, das hat jede Menge mit mir zu tun. Die Frage ist nur, was mache ich damit? Ja, du hast ja auch gesagt, wir hatten es ja auch im Vorgespräch, wieder auf das Thema zurückzukommen, was ist in unserer Hand? Also ist es in unserer Hand, ob jetzt ein Konzern Hungerlöhne beispielsweise für den Abbau von, keine Ahnung, seltenen Erden zahlt oder vielleicht auch einen angemessenen Lohn, aber dabei verwüstete Gegenden hinterlässt, damit man hier dann das tolle E-Auto fahren kann, nur mal als Beispiel, von irgendwelchen CO2-Bilanzen wollen wir jetzt gar nicht sprechen, sondern tatsächlich, dass wir sagen, das habe ich nicht in der Hand. Ich kann nur für mich erkennen, aus meiner Sicht jetzt, okay, das ist auf gut Deutsch Scheißdreck, damit werde ich nicht weiterkommen. Und ich kann mich letztendlich damit irgendwo auseinandersetzen und sagen, gut, okay, ich mache das in einem gewissen Maße nicht mit. Das ist das eine. Die andere Sache ist, also das habe ich in der Hand, zu sagen, ich erkenne etwas und ich leiste für mich ich treffe eine Entscheidung, gehe ich einen Weg weiter, den mir irgendjemand anders vorbereitet oder schlage ich mir meinen eigenen Pfad.
Das ist das eine. Die andere Sache, was du aber auch gesagt hast, und das ist natürlich höchst interessant, die Retraumatisierung von Kindheitsthemen. Da sollten wir noch mal drüber sprechen. Und dann natürlich auch, was daraus resultiert, wie wir es schon gesagt haben, die Suche der Freiheit beginnt im Inneren. Und dazu bedarf es aus meiner Sicht schon einer gewissen Lebenserfahrung. Und ich möchte uns da gar nicht ausnehmen, dass wir natürlich viel im Außen schauen, aber wie du schon sagtest, der Spiegel ist im Inneren. Und so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, ist das jetzt kein, ich drücke das jetzt mal sehr drastisch aus, kein Weichei-Regenbogen-Gequatsche, sondern ich habe dich auch als eine sehr streitbare, beziehungsweise auch sehr klare Frau kennengelernt, die auch ganz klar einer Konfrontation nicht aus dem Weg geht. Das möchte ich durchaus auch damit sagen. Also nicht, wir sind hier nur Licht und Liebe und morgen kommt das Einhorn über den Regenbogen geritten und befreit uns, sondern dass das durchaus auch eine Auseinandersetzung mit uns sein kann, diese Thematik der Suche der Freiheit im Inneren. Und du hast da auch ein paar Wege und über die wollen wir auch nochmal sprechen. Also fangen wir wieder mal an, Retraumatisierung der Kindheitsthemen. Vielleicht, dass wir da nochmal kurz einsteigen. Wie lautet die Frage? Retraumatisierung der Kindheitsthemen. Was bedeutet es jetzt konkret für dich, wenn du sagst, okay, du hast es kurz angesprochen mit dem Mama Merkel erzählt mir, ich muss jetzt um 9 Uhr zu Hause sein. Nee, 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 nee. Ja, wer das macht, okay, und andere, die gesagt haben, F du und interessiert mich nicht und passiert ist ihnen trotzdem nichts, weil sie alle ja noch leben. Ja, also ich denke, dass wir sind alle so in den, naja, in den 50ern, 40, End-40er, 50er. Sind Kinder von Kriegskindern, die entweder gegen Kriegsende geboren wurden oder während des Krieges geboren wurden, die harte, also, ha also unsere Eltern jetzt, die harte traumatische Erlebnisse hatten, die so schlimm waren, dass sie zu der Zeit gab es natürlich schon sowas wie eine Psychoanalyse, aber da sind nur, weiß ich nicht, die Wiener Schickeria oder so zu Herrn Dr. Freud gegangen. Der Rest vom deutschen Volk war dermaßen gefordert, die mussten ihr Leben wieder aufbauen, die mussten gucken, dass sie was zu fressen kriegen. Und eine Bedürfnispyramide ist, glaube ich, jedem mittlerweile klar. Ich brauche was zu trinken, ich brauch was zu essen, ich brauche ein Dach über dem Kopf. Und dann kommen die anderen Dinge. Das heißt, unsere Eltern waren im Wirtschaftswunder Deutschland, die waren mit Arbeiten beschäftigt, die konnten ihre eigenen Traumata weder ansehen und schon gar nicht bearbeiten. Jetzt gibt es sehr interessante psychologische Studien, die sagen, dass zum Beispiel heftige Traumata, wie Kriegstraumata, über 7 Generationen wirklich weitergegeben werden. Es gibt ein Buch, Maikäfer fliegt, der beschreibt, dass die Ur-Urenkelin vom Bombenhagel auf Dresden träumt, die sieht Lichter, Dinge, die sie nie erlebt hat. Ja, diese Traumata, alle Traumata, die nicht bearbeitet sind, sind wirksam. Und was tun sie? Sie halten uns vom Leben ab, weil Dinge, die wir zum Beispiel als Kinder, also wir hatten Eltern, die selber emotional sehr, naja, größtenteils sehr verstockt waren, die verstört waren, die können dann nichts für. Also das ist einfach auch, das ist eine, finde ich auch, ein Akt der Gnade, sich anzugucken, in welchen Zeiten sind eigentlich unsere Eltern groß geworden, mit was hatten die eigentlich zu tun, ja. Und ich finde, so spätestens ab 25, 30 darf man nicht mehr sagen, ah, ich bin halt so und so. Das beliebte Spruch meiner Generation, du, ich bin total beziehungsunfähig, weil meine Mutter hat mich immer abgelehnt, bla bla bla. Die Mutter kann nichts dafür.
Ja, die Mutter hat gemacht, was die Mutter tun musste. Sie hat das Kind genährt, sie hat es gekleidet und es ist irgendwie, also wenn du heute noch am Leben bist, dann hat deine Mutter ihren Job gemacht. Und alles andere, was wir Menschen brauchen an emotionaler Zugewandtheit, an Liebe, an Fürsorge, an Sicherheit, an anerkannt sein oder das, was wir uns gerade, unsere Generation sich so sehr wünscht, dass wir gesehen werden, dass wir als Menschen anerkannt werden, jenseits unserer Leistung, jenseits unseres beruflichen Erfolges, jenseits unseres Bankkontos, dass uns jemand sieht. Das haben wir alle nicht erlebt. Und das sind auch Traumata. Also sicherlich nicht in der Größenordnung, wie es unsere Eltern hatten, ja, die, wo es wirklich ums nackte Überleben ging. Aber mir ist nach vielen, vielen, vielen Jahren, die ich in eigener therapeutischer Arbeit vollbracht habe, ist mir klar geworden, das ging in meinem Leben in der Kindheit nicht. Das waren nicht so Pille-Palle-Themen. Ah, da hat dir jemand einen Lutscher versprochen und du hast ihn dann nicht gekriegt. Ja, da ging es ums nackte Überleben. Das heißt, Kinder müssen, wenn sie zum Beispiel in gewalttätigen Familien oder in sehr unsicheren Familienverhältnissen, ich meine einfach emotional unsicher, groß werden, die müssen bestimmte Teile abspalten, weil es geht wirklich ums Überleben. Ich bin davon überzeugt, dass Menschen zum Beispiel an gebrochenem Herzen oder weil sie so aus der Mitte gerissen werden durch Dinge, zum Beispiel ein Missbrauch oder sowas, dass sie sterben können, damit der Körper nicht stirbt, spaltet man diese Dinge ab. Und wir spalten die ab im Bauch. Also wir trennen uns von diesen Gefühlen, um überleben zu können. Und dann trennen wir das ab. Dann bei vielen Leuten ist, man sieht das förmlich auch, ist dieser Teil ist bewusst, dieser Teil ist am Leben, dieser Teil geht zum Job, dieser Teil erledigt sein Leben und geht einkaufen und dieser Teil ist, ja, mit dem wird verhandelt. Und unten hängt dann noch so ein Körpersack unten dran und mit dem haben die Leute nichts mehr zu tun. Ich habe die Erfahrung ganz früh gemacht, gar nicht in der therapeutischen, sondern in der Atemarbeit. Da atmet jemand zum ersten Mal seit Jahren wieder in den Bauch rein. Wir sind abgeschnitten, ne? Wir haben alle eine Hochatmung antrainiert worden. Das hilft natürlich auch, meine ganzen Leichen, die da unten im Keller begraben sind, unter der Decke zu halten. Und dann atmen die Leute in den Bauch rein und sagen mir nach 3 bis 4 Minuten, da ist ein Ziegelstein oder es sind so ganz merkwürdige, so, das ist eine knallharte Bauchdecke, weil es ist überhaupt nicht mehr belebt. Und Leute fangen an zu weinen, Leute fangen an, scheiße wütend zu werden, ohne zu wissen, was jetzt gerade passiert. Nur weil wieder Leben über den Atem in ihren Körper kommt. Und das haben, ja. Ja, genau, da wollte ich jetzt eigentlich nochmal mit einsetzen. Entschuldigung, wenn ich dich jetzt da in dem Redefluss unterbreche. aber das haben wir ja beide ja auch mitgemacht. Deswegen kann ich nur sagen, es wirkt und es wirkt auch zum Teil Wunder, wenn man sich darauf einlässt. Und diese Atemarbeit, dieses Atemtraining ist ja eines deiner Hauptfelder, was du im Moment machst. Und vielleicht haben es die Leute schon mitbekommen. Also wir sind beide natürlich nicht am selben Ort und auch etwas räumlich voneinander getrennt. Also ich jetzt gerade nicht in Zypern, aber du bist eben in Rheinland-Pfalz und ich, wie gesagt, im gelobten Frankenland. Und deswegen haben wir das Ganze eben auch über mehr oder weniger die Medien, ohne dass wir jetzt hier einen besonderen Anbieter nennen wollen, haben wir das letztendlich auch gemacht und haben hier verschiedene, tatsächlich verschiedene Sitzungen gemacht. Das haben wir dann auch mit einer Unterstützung von
Meditationen dann auch vertieft. Da kommen wir dann noch drauf. Das kannst du dann gleich auch noch vorstellen, würde ich sagen. Aber dass man wirklich diese Atemarbeit als Grundlage einer eventuellen, nennen wir es mal, dem ersten Schritt zur Selbstheilung mitsehen. Und weil ich das eben selber erlebt habe, deswegen spreche ich jetzt auch mit dir darüber und möchte das eben auch hier mit anbieten und möchte das auch dem einen oder anderen empfehlen, sollte er mal den Ruf dazu spüren, dass er mit dir auch Kontakt aufnimmt. Das ist also jetzt kein reines Werbevideo, sondern tatsächlich, ich kann davon sprechen, es hat mir geholfen und es hilft mir auch im Alltag, wenn man sich dieser Atmung wieder bewusst wird. Es kommt einfach wieder Sauerstoff in die Figur. Aber bitte, jetzt möchte ich, dass du da noch ein bisschen was dazu sagst, wie das Ganze funktioniert. Über die Atmung oder über die Meditationsarbeit? Erstmal die Atmung, weil die Meditation kommt ja dann immer am Ende. Darüber Hm, besser. okay. Ich gehe mal wieder also ich sag mal, was mich verstärkt 2020, 2021 wieder zurück in diese ganz ursprüngliche Atemarbeit von mir gebracht hat. Und zwar war ich jemand, der sich beruflicherseits mit Masken hat ausstatten müssen. Ich habe das redlich, also wirklich nach allen Regeln der Kunst, weil es gefordert war, probiert und es ging nicht für mich. Es ging deswegen nicht, weil ich die Maske von vornherein als Maulkorb erlebt habe, also wirklich physisch erlebt habe. Und wie man merkt, bin ich ja jemand, der schrecklich gerne redet. Und einfach in dem Moment, wo ich diesen Widerstand hatte und ich achte sehr auf Nasenatmung, die ging aber nicht. Die Luft, die ich gezogen habe, hat nicht gereicht. Also habe ich durch den Mund geatmet. Die erste Lage, Masken, falls man sich noch erinnert, waren für uns dreifach aus Leinen, also weil es keine gab, dieses chinesische Dreckszeug, diese OP-Masken waren nicht verfügbar. Die hat ja Herr Spahn erst sehr, sehr viel später sehr billig für uns organisiert, ne? Und dann war es dreifach gewickelter Leinenstoff. Und ich habe das 1,5 Stunden aufgehabt und danach war mir den Rest vom Tag schlecht. Ich hatte Kopfweh und ich wollte mich die ganze Zeit übergeben. Und dann habe ich mich von den Masken befreit. Du hast gesagt, ich bin sehr streitbar. Ja, ich bin sehr streitbar, wenn ich weiß, dass sowas keine Übertragung von was auch immer verhindert. Dann bin ich streitbar, weil ich spüre, es schädigt mich. Und dann habe ich gemerkt, dieses Luftziehen, dieses in Panik sein und Luftziehen ist aber witzigerweise später immer wieder bei mir aufgetreten. Und ich bin jemand, der eine tiefe, gute Bauchatmung hat, der das schon immer so gemacht hat, in der phonetischen Ausbildung gelernt hat. Und dann habe ich gemerkt, und das geht jetzt wieder auf das, wir sind doch alle mit allem verbunden. Ich habe, ohne irgendeine Virusangst zu haben, gespürt, dass ich die ganze Zeit in so einer Panikatmung bin, dass ich entweder die Luft anhalte vor, oh mein Gott, was ist denn das hier? In was für einer Welt lebe ich eigentlich gerade? Wie absurd ist das alles? Oder, und da glaube ich, dass viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, das auch ähnlich erlebt haben. Der Begriff der morphischen Felder ist bestimmt bekannt, ja, dass wir tatsächlich alle miteinander verbunden sind. Sprich, ich war dann früher oder später zu Hause krank und habe mich, so wenig ich irgendwie musste, in die Welt der Menschen da draußen begeben, weil ich das teilweise einfach nicht mehr ausgehalten habe. Und ich habe aber dieses Angstfeld gespürt, körperlich gespürt. Und ich habe darauf reagiert mit diesem
Und da habe ich gedacht, oh mein Gott, weil ich war nur kaputt, ich war nur fertig. Mundatmung knockt einen über kurz oder lang komplett aus, raubt einem jede Kraft. Und da habe ich gedacht, okay, ich bin Atemtrainerin. Wir müssen alle wieder gesund atmen. Am liebsten wäre ich an die Schulen gegangen, weil ich habe hier gegenüber eine Grundschule. Ich habe diese armen kleinen Kinder gesehen, die, da hat man ja immer gesehen, wie die durch den Mund atmeten und wo sich die Masken dann so nach innen zogen. Da krampft sich mein Herz zusammen. Also da will ich weiß nicht, ob ich da weinen oder schreien will, irgendwie beides. Ja, das ist, also da, das ist eine Gräueltat, die man da begangen hat. Ja, und da habe ich angefangen, wieder verstärkt Atemarbeit zu machen. Und dann ging das eine ganze Zeit, dass ich das sehr bewusst gemacht habe und gemerkt habe, so von diesem Zustand des irgendwie sich ausgeliefert Seins und auch irgendwie einem irrsinnigen Medienkonsum, der überhaupt nicht gut getan hat, habe ich mir gedacht, okay, weg damit. Habe eigentlich sukzessive fast alle Kanäle, in denen ich irgendwelche Horrormeldungen gelesen habe, eigentlich verlassen. Und habe dann gedacht, es gibt einen einzigen Weg für mich. Also es gibt so viele Wege, wie es Menschen gibt, aber für mich gibt es einen Weg raus aus der Misere. Wir sind immer dafür verantwortlich, wie es uns geht. Und ich kann weder Mutti Merkel noch den anderen, wie heißt der Mensch, der so viele, naja, keine Ahnung, ja, die interessieren mich mittlerweile alle so gut wie gar nicht mehr. Weil weder ein Herr Scholz noch eine Frau Merkel noch ein Herr Spahn ist für mein Wohlergehen und auch nicht für meine Gesundheit verantwortlich. Das bin ich. Also habe ich angefangen, ausgehend von der Atemarbeit weiterzugehen und habe mit wirklich täglichen Meditationen, die ich gefunden habe bei Cameron Day, weitergemacht. Und für mich war das so die organische Weiterentwicklung dieser Arbeit. Und Cameron Day macht eine ganz, ganz hervorragende Arbeit der Selbstklärung. Und er fängt eigentlich genau mit dem an, was wir vorhin gesagt haben, diese abgespaltenen Gefühle, wir müssen uns die angucken. Wir müssen die Leichen im Keller stinken. Und oft stinken die mehr für andere Leute als für uns selber, weil wir alle aus einer, ja, in einer Umgebung leben, wo wir, wenn irgendwas schief geht, immer sagen, der war's. Alle Ich anderen sind schuld. kann nichts dafür. Also, nee, ich habe alles richtig gemacht. Der war's. Ja. Alle Und das anderen, ist, genau. genau, und das ist unsere, ich weiß nicht, ob es eine sehr deutsche, ich glaube auch nicht mal, dass es eine Mentalität ist. Ich glaube, es ist was Anerzogenes. Uns ist sukzessive ein Verantwortungsgefühl aberzogen worden. Und zwar, du bist verantwortlich, wir sind immer mehr, wir wachsen quasi immer mehr in so einen überbehütenden Staat hinein, der uns sagt, wann wir abends zu Hause sein sollen, was die medizinische Lösung auf diese oder jene Frage ist. Ja, der Staat hat dann immer die entsprechenden Kompetenzen zur Seite. Und ja, also ich muss sagen, ich weiß, warum ich mit dem Medizinstudium aufgehört habe. Das habe ich damals schon begriffen. Nicht in dem Ausmaß, wie ich es heute begreife, aber ich weiß auch, nach einer sehr heftigen eigenen medizinischen Leidensgeschichte, die ich überwunden habe, ich weiß, wer die Verantwortung für meinen Körper hat. Das bin ich. Das bin nur ich. Und das heißt, ich habe mich dann, ja, ich habe mich diesen Themen zugewandt. Wir müssen uns die alten Sachen nochmal angucken. Es mag keiner. Keiner hat da Bock drauf. Aber die Alternative heißt, die Themen bleiben abgespalten. Und
die halten uns von unserer Lebendigkeit ab, weil wir in diesen Themen nie frei sind zu agieren, sondern wir reagieren immer und es läuft immer nach demselben Muster ab. Das kennt jeder mehr oder weniger, wenn die eine Frau sich immer wieder fragt, Mensch, warum habe ich immer wieder Alkoholiker als Partner oder warum vertrimmt mich mein Alter eigentlich? Und der nächste, und es ist jetzt schon der siebte und alle vertrimmen sie mich, ja, hat irgendwas mit mir zu tun. Wenn ich dann sage, ja, der ist ja schon, der ist ja böse, komme ich aus der Nummer nicht raus. Und mein Thema ist natürlich einfach so ein bisschen, ja, so wie heißt das so schön, die sich aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit befreien, oder? Wir haben es, also ich glaube, ganz viel haben wir selbst verschuldet. Wir haben, auch wenn wir es nicht gerne hören, wir haben die Regierung, die wir haben, wir haben es dazu kommen lassen. Wir haben es einfach dazu kommen lassen. Und wir haben, wenn wir auch nicht etwas dafür getan haben, haben wir auch nichts dagegen getan. Wir haben das, was wir haben, weil wir die sind, die wir sind. Und wenn wir eine andere Welt haben wollen, müssen wir was dafür können tun. Wir nur eins machen. Dann können wir nur jeder für sich anders sein. Ja, also ich denke, jetzt haben wir da aus meiner Sicht einen relativ weiten Bogen gespannt. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, heute haben wir den 30. August, mal gucken, wann das Video online geht. Wir beide werden zusammen in Böhl-Iggelheim im Garten von der Melanie Grabner, der Lila Tomate, wir haben ja da extra einen Flyer, werden wir spontan, also nicht ganz spontan, sondern schon geplant, aber relativ kurzfristig, den Samstag in einer Woche, das ist dann der 9. September werden wir sein und dann wirst du das Ganze auch mal vorführen, haben wir uns ausgedacht. Also sprich, wie atmet man richtig? Dazu laden wir auch alle ein, dass sie sich das Ganze mal angucken können, die sich vielleicht mal einen halben Nachmittag aufmachen wollen, die dich kennenlernen wollen, die mal mit mir auch ein paar Worte wechseln wollen aus der Umgebung, dürfen gerne von nah und fern kommen. Wir werden die Adressen nochmal reinstellen. Und ich denke, dass das eine fruchtbare Zusammenarbeit auch geben wird, weil es für mich eben wieder wichtig ist, Lösungsansätze zu präsentieren und nicht immer nur mit dem Finger auf den einen zu zeigen, der ist es und ich kann ja nichts dafür und ich bin so klein, sondern letztendlich geht es, dass jeder seinen eigenen Arsch hochbringt. Und wenn man jetzt, da gibt es natürlich auch verschiedene Ansätze. Der eine sagt, gut, okay, ich habe so viel Mittel, ich hole mir jetzt einen Therapeuten oder ich mache ein Jahr Auszeit oder ich gehe sonst wohin und der andere hat es nicht. Aber mit dieser Atemtechnik und des Erlernens, das kann ich tatsächlich zu Hause praktizieren, eigentlich für kein Geld, wenn ich einmal weiß, wie es geht. Und damit ist eigentlich jede Ausrede erst einmal weg für jemanden, der sagt, ich kann nicht, ich weiß nicht und sonst was, weil man tatsächlich zumindest erstmal wieder Energie ins System bringen kann dadurch. Und der Sauerstoff ist eben eine wichtige Voraussetzung da. Ich kann das, wie gesagt, nur aus eigener Erfahrung jetzt hier auch nochmal bestätigen. Wir haben miteinander gearbeitet. Ich war auch jetzt im Sommer oder die letzten Wochen immer mal wieder wirklich am Boden. Und durch unser Training, wie gesagt, geht es mir da also wesentlich besser. Deswegen kann ich es auch nur empfehlen und hoffe, es werden jetzt erstmal zu unserem Termin am 9.9. Samstag in Iggelheim-Böhl zu dem Event genau dorthin. Einige Leute kommen, ab 15 Uhr ist die Möglichkeit, beziehungsweise ab 10 Uhr, wenn man sich auch tatsächlich für die Gärtnerei und diesen wunderschönen großen Garten, der ja eigentlich fast schon ein Feld ist, sich interessiert und hier inspirieren lassen möchte. Und dann eben unsere Vorträge, du wirst einen Vortrag halten, ich werde ja, Meet and Greet und Question and whatever, werden wir sehen, was wir dann machen. Wenn wir uns die Sachen anschauen und das Ganze dann auch mitgestalten. Und dazu laden wir euch ein. Wer weiteres von der Anja wissen will, Informationen gibt es hier, beziehungsweise bei uns über die Homepage institutkraft.org. Adresse steht dann auch unten. Wenn euch das gefallen hat, bitte dann liken,
und Kontakt aufnehmen mit der Anja könnt ihr dann auch. Das geht eben auch über unsere Homepage. Und vielleicht ist der ein oder andere dabei, der sagt, okay, ich möchte es mal ausprobieren. Der möge sich bitte bei ihr melden und einfach sich freundlicherweise auch sagen, er ist über den Kanal gekommen. Das würde uns beiden dann schon helfen, dass wir wissen, dass wir hier auch was Gutes schaffen und vielleicht für den einen oder anderen eine Hilfestellung bieten. Ja, Anja, ich hätte gesagt, jetzt fürs heute, fürs erste Mal, lassen wir es bewenden. Wir werden uns wiedersehen in dieser Konstellation, vielleicht auch noch mit anderen, weil wir planen noch ein paar Sachen. Auch mal so ein Sonntagsgespräch, haben wir gesagt. Also wartet einfach mal auf Neuigkeiten von uns und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und in ja, gut einer Woche sehen wir uns wieder und dann freue ich mich drauf und vielleicht ist auch der ein oder andere von euch dabei. Ich schieb noch mal kurz was nach. Gerne. Wenn, also jetzt zwei Sachen. Ich würde gerne am 9.9. bei der Melanie vielleicht so ab 12, wenn das Wetter fein ist, einfach so aktive Pausen, wenn man 2 Stunden durch den Garten gelatscht ist oder so, dass man sich hinsetzt, ganz einfache, entspannte Atemübungen, die ihr dann alle zu Hause nachmachen könnt. Dann nehmt ihr einfach schon so ein Grundpaket mit. Wenn es genügend Interessenten gäbe, würde ich auch eine Meditation anbieten, aber dann geschlossen im Innenraum. Also wo dann der Außenraum wäre einfach sowas, da könnte jeder einfach mal dazukommen und wieder weggehen und das wäre quasi frei. Ja? Wenn aber jemand sagt, wenn es genügend Interessenten gäbe, dann würden wir die beim Reinkommen notieren. Dann würde ich das im geschlossenen Raum machen, dass man eben keine Störfelder dann hat. Und wenn jemand, also ich habe die Erlaubnis von Cameron Day, die Meditation im Deutschen zu halten. Wenn jemand des Englischen mächtig ist, kann er die ersten 3 Stufen, und ich empfehle die sehr dringend jedem, der Englisch kann, auf ascensionhelp.com sind die ersten 3 Stufen, 6 Meditationen, dauern immer nur 10 Minuten. Brillante Arbeit, damit kann man mal anfangen. Alles, was weitergeht in Level 2, 3 und 4, kann man dann bei mir machen. Ja? Okay. Das war so, ja, genau, das war so, dass man so ein bisschen weiß, worum es geht. Genau, damit jeder weiß, worauf er sich einlässt, wenn er kommt. Bringt bitte gutes Wetter mit, davon nicht zu wenig. Am besten viel Sonnenschein, keinen Regen, würde uns freuen. Und wir freuen uns auf jeden, der kommt. Bitte zahlreich. Und ich sage jetzt von mir aus, Ade bleibt schön. Machen wir. Und bis bald. Danke für eure Aufmerksamkeit.